Du bist unglücklich mit deinem Leben, unzufrieden und schaffst es einfach nicht, aus deinem Leben auszubrechen. Dann ist das Video genau das Richtige für dich. Guten Morgen! So unglaublich viele Menschen sind unzufrieden und genauso unglaublich viele Menschen tun nichts dagegen. Sie sehen und spüren oft, welche Art von Leben ihnen viel besser entgegenkommen würde, wo sie viel glücklicher sein würden, aber sie können es nicht umsetzen. Warum ist das so? Genau die Frage stellt sich immer auch wieder in den Gesprächen, die ich führe, und heraus kommt immer wieder, umso länger man sich unterhält, dass diese Menschen die Hoffnung und den Glauben daran aufgegeben haben, dass sie dieses Leben erreichen können. Sie sagen sich zwar, ja, das will ich erreichen, der Wunsch ist vorhanden und Christian, hilf mir bitte dabei. Wie kann ich das erreichen? Aber das Wichtigste ist der Glauben, dass es möglich ist und nicht der Wunsch. Ohne die Visualisierung der Möglichkeit, also der tatsächlichen Realität des gewünschten Lebens, kann diese Realität auch niemals eintreffen. Ich verweise dabei auch auf den zweiten Teil der Quantenphysikreihe oben in den Infokarten. Es ist rein wissenschaftlich, physikalisch nicht möglich, dass ihr glücklich werdet, wenn ihr in eurem Gehirn nicht die Möglichkeit dafür als real ansieht. Also wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr glücklich seid, dass ihr dann auch erkennt, dass dies eine Realität ist, dass dies echt ist. Ihr könnt wirklich glücklich sein. Und ihr dürft nicht denken, ja, das wäre schön. Aber das wird nicht passieren. Weil, und dann kommen die ganzen Gründe und Umstände, warum ihr euch einredet, dass ihr niemals glücklich werden könnt. Mit diesem Partner kann man einfach nicht glücklich werden. Wir müssen das Haus bezahlen, ich muss aber dann mit diesem Partner zusammenbleiben. Oder solche Sachen dann kommen dann voll wie lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, solche Argumentationen kommen. Oder auch im beruflichen Kontext gerne genommen, ich bin nicht gut genug und das was ich erreichen will, das werde ich nicht erreichen können. Da gibt es so viele Menschen, die besser sind als ich. Da habe ich einfach keine Chance. Besonders gefährlich ist auch, mir geht es ja eigentlich ganz gut, wenn ich mich da umschaue und sehe, dass so viele Menschen schlechter geht, dann muss ich eigentlich ganz zufrieden sein mit dem, was ich habe. Besonders gefährlich deshalb, weil diese Einstellung an sich sogar sehr gut ist, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Aber wenn man dieses Argument instrumentalisiert und für seine Opferrolle missbraucht und nicht ein Leben wählt, was authentisch und passender für sein eigenes Energiefeld ist, also sich gegen die eigene Natur entscheidet und es da nutzt, dieses Argument, aus Angst und in einem Leben verharrt, was einem täglich suggeriert, dass es nicht das ist, was man möchte, dann ist dieses hochgradig gefährlich, weil man dann vor Unsicherheit quasi wie gelähmt ist. Diesen Zusammenhang nutzt man auch in der Diskussion. Man verknüpft allgemein anerkannt richtige Dinge wie diese These, dass man zufrieden sein soll mit dem, was man ist, verknüpft diese allgemein richtige These mit eigenen Thesen. Ihr müsst nicht mit etwas zufrieden sein, was nicht eurer Natur entspricht und auch dafür sorgt, dass ihr in eurem Umfeld nicht in großer Harmonie leben könnt. Also all diese Gründe und noch viel mehr sorgen dafür, dass ihr die Realität, dass ihr glücklich sein könnt, gar nicht mehr wirklich in Betracht zieht. Ihr habt den Glauben verloren, die Hoffnung verloren. Und damit ist die Realität kein Punkt im Quantenfeld, also dem Feld der Möglichkeiten, sondern es ist einfach nur eine Utopie. Und entsprechend habt ihr wirklich keine Chance mehr auf ein glückliches Leben. Ihr könnt euch täglich einreden, zufrieden zu sein und auch relativieren. Aber wenn ihr immer wieder spürt, wie unzufrieden ihr seid, dann hört auf euch zu belügen. Erkennt in einem ersten Schritt, dass ihr unzufrieden seid und dabei seid ihr auch nicht alleine. So viele Menschen sind unzufrieden. Ich spüre das Leid der Menschen täglich, wirklich täglich. Wenn ich unterwegs bin und wenn ich in die Gesichter der Menschen schaue, in die Augen und sehe dann eben auch diese abgestumpfte Fratze der Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt euch, dass ihr zufrieden sein müsst, wenn ihr zum Beispiel erfolgreich seid, wenn ihr viel Geld habt, wenn ihr eine gesunde Familie habt und so weiter. Verdammt nochmal, seid doch endlich zufrieden! Das sind die Dinge, die ihr erreichen müsst, um glücklich zu sein. Das ist das, was die Gesellschaft euch sagt. Tausende Ratgeber, die euch suggerieren, mit Erfolg und Streben nach gesellschaftlich anerkannten Idealen werdet ihr glücklich. Das ist eine Illusion. Ihr
Jeder, der da jetzt mein Video schaut, ist energetisch gesehen komplett anders. Schon bei so etwas Banalem wie einem Fingerabdruck ist es der Fall, also der obersten Hautschicht eures Zeigefingers. Da ist jeder Mensch anders. Und was denkt ihr, wie es dann mit den restlichen 99,99% eures Körpers und vor allem den Dingen bestellt ist, die so dynamisch sind, dass wir sie nicht einmal sehen und wahrnehmen können? Der Gedanke, ich will ein Stück Brot und der Gedanke, ich will ein Stück Apfel, ist für keinen Hirnforscher der Welt irgendwie, ja, oder außerhalb eurer selbst irgendwie zu unterscheiden. Ihr seid hochgradig einzigartig und nur ihr habt das Wissen und die Empfindungen darüber, was euch glücklich macht. Lasst euch nichts einreden, denn viele Dinge, und da schließt sich langsam der Kreis des Videos, die die Gesellschaft als glücklich machend ansieht, und das sind die Dinge, die wir gelernt haben, die sind tatsächlich nicht möglich. Nicht jeder kann reich werden, nicht jeder kann eine gesunde Familie haben und nicht jeder kann nach den Maßstäben der Gesellschaft erfolgreich sein. Aber auch nicht jeder ist dafür konzipiert, durch diese Dinge glücklich zu werden. Das ist doch der Punkt. Ein Straßenpenner hat doch in unserer Gesellschaft gar nicht das Recht, glücklich zu sein. Ein paar bewusste Menschen erkennen ihm das Recht zu, aber die Gesellschaft sieht auf ihn herunter. Und er spürt das und er ist auch nicht immun gegen Konditionierung. Kein Mensch ist das. Und die Prägung der Umwelt wird ihn beeinflussen. Aber vielleicht ist er und seine Energien dafür bestimmt, ein Straßenpenner zu sein. Vielleicht bist du dazu bestimmt, ein Leben lang alleine zu leben. Und vielleicht bist du dazu bestimmt, nie nennenswert Geld zu haben. Wer sind wir denn zu bestimmen, wer von was und wie glücklich zu sein hat? Wir sehen doch an unzähligen Beispielen auf der Welt, wo Menschen, wenn wir bewusst hinschauen, erkennen, dass sie glücklich sind. Auch ohne den Segen der Gesellschaft. Weil sie sich ihrer bewusst sind. Weil sie eben auf sich hören. Und eben Penner sind, Außenseiter, Spirituelle oder einfach Arbeiter, die täglich einen 9-to-5-Job erledigen. Die ihr Auskommen haben, eine kleine Familie, einmal im Jahr in Urlaub fahren und ja, aber verdammt nochmal zufrieden damit sind, wirklich zufrieden damit sind. Ich wäre es nicht, aber ich bin eben ich und ich stelle euch auf meinem Kanal ja, auch häufig mein Way of Life vor. Aber das muss nicht der eurige sein. Um glücklich zu werden, dürft ihr nicht andere kopieren, andere Glaubenssätze als die eurigen annehmen, nur weil derjenige glücklich damit geworden ist, sondern ihr müsst euren eigenen Weg gehen. Also zusammenfassend, erkennt wirklich, dass es möglich ist, dass ihr glücklich seid. Es ist real. Erstens. Und zweitens, erkennt, was euch persönlich ganz individuell ausmacht. Und übernehmt nicht die Wünsche anderer Personen. Egal wie abstrus sich eure Wünsche selber jetzt darstellen, geht einfach euren eigenen Weg. Also, ruht nicht, bevor ihr das macht, wozu ihr persönlich geboren seid. Was euch ausmacht und was euch in totaler Harmonie aufgehen lässt. Die Natur strebt sowieso immer ganz automatisch nach Ausgleich und euer Grummeln und eure Unzufriedenheit sind oft der Wunsch nach Ausgleich. Nicht immer, sie können auch ihrerseits Konditionierung sein. Aber das ist ein anderes Thema. Lasst es fließen und lasst euch fließen. Gegen jegliche Konvention und sammelt Erfahrungen. Schärft euer Bild und ich wünsche euch, dass ich ein paar fruchtbare Gedanken heute in euch initiieren konnte und hoffe und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.